Hat auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns, unser Physio Remus. Er ist ja mit Leib und Seele und allem, was es gibt, ein Panther durch und durch. Er ist dabei. Er hat seinen aktuellen Urlaub in Rumänien unterbrochen. Frau und Kind sind noch in Rumänien. Er ist gestern ins Auto gestiegen und ist 3, 4 Stunden her hierher gefahren nach Moldawien. Hat uns gestern Abend ich glaube, um 0:30 Uhr hat er mich und meinen Nacken noch fit gemacht. Ich kriege meine Nackenstarre irgendwie nach dem Fliegen. Hat er rausgeknetet. Er macht uns topfit. Wir haben sicherlich nicht am Limit gespielt heute. Also, das waren keine 100% von uns. Hat man auch bei den Gegentoren gesehen, da waren wir dich einschließlich nicht bei 100%. Und wenn du nicht bei 100% bist, dann kriegst du auch gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner die Gegentore. Am Ende haben wir ja, denke ich, locker mit 4 Toren gewonnen. Und ja, wenn unter anderem Eddie nicht einfach irgendwie blind vorbeigeschossen hätte, hätten wir hier heute auch deutlich höher gewonnen. Ganz vorne sind da halt Della und Nico Zankel zu nennen, die beide auch im Finale um die deutsche Meisterschaft noch mitgespielt hatten, also fest zum aktuellen Kader gehören. Die haben leider von der Arbeit aus keinen Urlaub bekommen. Die sind natürlich traurig, die Jungs. Nico hat heute Morgen in unsere WhatsApp-Gruppe aus dem Büro mit einem schönen Hemd und einer Panthers-Tasse ein Bild geschickt, uns viel Glück gewünscht. Sascha hat mir seine Skimannschützer geschenkt, die er von Elbkick TV gesponsert bekommen hatte, und ja, damit sie uns Glück bringen. Heute haben sie uns Glück gebracht, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir rücken weiterhin die Daumen hier.